Yeah. Ich hör ständig nur noch dumme Fragen, ob ich Probleme habe, Drogen nehmen oder eine Wumme tragen. Oder sie fragen mich, warum ich überhaupt rappe. Mein Vater hat Schulden bei der Bank, ich muss sein Haus retten, indem ich Cash mache und Schlagringe aus Gold kaufe und dann Bankerbox mit meiner Handschuhe sich vollsaugen mit seinem Blut und auf der folgenden Verfolgungsjagd der Folgen und noch Folgen schwerere Folgetaten. Ich stürm die SDS und schieß auf Kandidaten, schubs alle von der Bühne und brech Dieter Bohlen die Nase. Ich schwänge Heidi Klum, dann guckt Heidi dumm und zieh noch dümmer, denn Heidi kriegt nen weißen Jungen. Ich fordere Wladimir und Vitali heraus, mit einer Faust auf dem Rücken knock ich diese beiden aus. Mit verbundenen Augen geht das super schnell und dann klau ich noch die Handtasche von Bruce Darnell. Ich sitz bei Markus Lanz und zwar ganz entspannt, antworte auf Fragen nur mit Lutsch mein Schwanz. Danach stopp bei Pro7, ich geh schnell den Rab schlagen und zerkau Daniela ihre Brustimplantate. Ich rauch ein Blatt auf alle Freunde von früher, ich rauch ein Blatt auf alle Fans, die uns pushen. Ich rauch ein Blatt auf Sick und ein auf meine Brüder, und auch wenn ich keinen Blatt rauche, der ist eine Schwuchtel. Ich rauch ein Blatt auf alle Freunde von früher, ich rauch ein Blatt auf alle Fans, die uns pushen. Ich rauch ein Blatt auf Sick und ein auf meine Brüder, und auch wenn ich keinen Blatt rauche, der ist eine Schwuchtel. Ich verkloppe Till Schweiger, posier mit seiner Frau und gib den Paparazzi von der Bildzeitung Insider-Infos für die Schlagzeile. Oben ohne Fotos von Verona, Franjo kriegt aufs Maul und fällt ins Koma. Ich gewinne schnell noch 1 Million bei Jauch, die ich mit Harald Schmidt bei seiner Aftershow versauf. Wetten das? Ich pisse auf Gottschalks Couch und tauch mit einer scharfen Knarre beim Gottscha auf. Mein nächstes Ziel ist Happe Kerkeling. Ihr wollt nicht wissen, wozu ich Angela Merkel zwing. Nicht nur mein Seelenklempner meint, dass ich ein Ferkel bin, weil ich will, dass Sylvie van der Fuck mein Sperma trinkt. Ich park den Wagen inmitten der Zentrale der Deutschen Bank und Josef Ackermann gerät in Panik. Es dauert nicht lang, bis es vor Bullen nur so wimmelt. Sie schreien durchs Megafon, das Gebäude ist umzingelt. Na endlich Jungs, dann kann die Party ja starten. Mit dem großen Finale haben wir lange auf euch gewartet. Sick und ich gegen die Polizei, wenn wir das hier überleben, dann kommt Chronik 3. Ich rauch ein Blatt auf alle Freunde von früher, ich rauch ein Blatt auf alle Fans, die uns pushen. Ich rauch ein Blatt auf Sick und ein auf meine Brüder, und auch wenn ich keinen Blatt rauche, der ist eine Schwuchtel. Ich rauch ein Blatt auf alle Freunde von früher, ich rauch ein Blatt auf alle Fans, die uns pushen. Ich rauch ein Blatt auf Sick und ein auf meine Brüder, und auch wenn ich keinen Blatt rauche, der ist eine Schwuchtel. Ha ha ha.